Servus, ich bin der Tom und heute, eine Woche vor Weihnachten, gehen wir aufs Oktoberfest. Herzlich willkommen am Tag 17 zum virtuellen Bier-Adventskalender und heute gibt es nach 2 Jahren Wiesenabstinenz ein paar Geschichten aus meinem Oktoberfest-Fundus. Jetzt gleich mal vorab, also wir trinken auf der Wiesen eine Mass. Ja, also jetzt die Aussprache Mass, ja, das heißt nicht Moss oder Maß, sondern das ist ein kurzes A und sehr viel S, also Mass. Ja? Und der richtige Artikel für Wiesen ist die, also das ist die Wiesen, nicht das Wiesen oder der Wiesen, die Wiesen. Ja? Nur mal, um vorab ein paar Rahmendinge geklärt zu haben. Heute gibt es ein Paulaner Oktoberfestbier. Ein wunderbares Stück. Und warum es das jetzt ergibt, kommen wir gleich noch drauf. So, wir schenken ein. Wunderbar. Was sehen wir denn da? Ja, genau. Wir haben einen schönen, strahlend weißen, feinporigen Schaum. Dann haben wir darunter eine schöne Perlage in diesem goldgelben Bier. Und das Bier ist natürlich glanzfein, also blank filtriert. Und dann wollen wir mal mit der Nase rein. Ja, genau, das ist so malzig und getreidig und wieder so leichte Brotaromen, die von diesem Malz herrühren. Und dieses Oktoberfestbier, ja, das hat 6 Volumenprozent Alkohol. Und 13,7 Grad Plato und 20 Bittereinheiten. So, die Fakten am Rande und jetzt wollen wir es probieren. Prost! Also im Andrunk ist es vollmundig und würzig. Hat so eine dezente Kohlensäure. Von den Aromen her ist es etwas süßlicher. Hat so einen starken Malzcharakter und doch auch so ein bisschen fruchtig. Genau, leicht fruchtige Aromen und jetzt im Nachtrunk hat man eine deutliche Hopfenbittere. Und das ist jetzt was, da komme ich jetzt drauf, warum habe ich denn im Adventskalender ein Oktoberfestbier? Die einen könnten sagen, ja, weil es weg muss. Ja, okay. Aber ich persönlich, ich liebe diesen Bierstil. Und es ist so, dass ich finde, dass dieses Bier reift. Ja? Es ist haltbar bis April, also von dem her alles kein Problem. Und dieses Oktoberfestbier von Palana, das baut im Laufe der Zeit so eine pfeffrige Schärfe ab. Also das heißt, diese Bittere, die im Mund bleibt, die ist, wenn das Bier noch recht frisch ist, dann ist es deutlicher und hat so eine gewisse Kantigkeit und eine gewisse Schärfe. Und das baut sich im Laufe der Zeit ab. Also das heißt, jetzt um diese Zeit genossen ist dieses Bier, also ich finde, es ist runder. Also es ist gereift und ist runder. Und deswegen mag ich das total gern, auch um diese Zeit. Ich könnte es das ganze Jahr trinken, mal davon abgesehen. Aber kurz noch zu den Fakten. Also wir haben hier die Hopfen Herkules und Hallertauer Tradition verbraut. Und beim Herkules, da ist es schon von Haus aus, das ist ein bitterer Hopfen. Und der bringt so die Grundbittere mit. Und das kann auch so ein bisschen ins Kantige abdriften. Also, zu den Oktoberfestbier-Geschichten jetzt erstmal noch ein paar Takte. Dieses Bier, Paulaner Oktoberfestbier, das wird seit 1818 gebraut. Und zwar natürlich logischerweise immer zur Wiesenzeit. Und die erste Wiesen, die war 1810. Und wie wir alle wissen, war das der König Ludwig I., hat seine Prinzessin Therese geheiratet. Und zwar auf der richtig Theresienwiesen. Und nochmal kurz zurück, 1810 war das. Das heißt, um das mal einzuordnen, wir haben heute 2021, 22 fast, haben wir einen Pro-Kopf-Bierkonsum von roundabout 100 Litern pro Person im Jahr. Also das ist der
der durchschnittliche Bierkonsum des Deutschen. Und es gibt Nationen, die trinken mehr, dann sind es mal 120. Die Tschechen und die Iren, glaube ich, sind da noch vor uns mit 120 oder vielleicht sogar mal 130, aber dann ist auch wirklich Zappo. Und 1810 lag der Pro-Kopf-Verbrauch in München an Bier pro Person bei 700 Litern. Also das heißt, wenn man sich das vorstellt, das sind am Tag 2 Liter, ja, so über den Daumen. Und zwar pro Kopf. Also das heißt, da sind die ganz Kleinen und die ganz furchtbar Alten auch dabei. Und ja, das ist ganz spannend, so zu betrachten, wie sich dieses Verhalten geändert hat. Die Eigenheiten eines Oktoberfestbiers, das muss gewisse Kriterien erfüllen. Und zwar muss es eine Stammwürze von mindestens 13,5 haben und von einem Alkoholgehalt von zwischen 5,8 bis 6,4 Volumenprozent. Und das sind so die Rahmenfakten. Und der Bierstil, der dem zugrunde liegt, das war früher ein Märzenbier. Ja, das haben wir in den letzten Videos schon mal gehabt. Und ist heute aber eher, also man sieht es ja von der Farbe her schon, das ist was ganz anderes als diese Märzenbiere, sondern das geht heute eher in eine Richtung, die würde man als Wiener Lager einstufen. Das ist so da könnte man das von der Bierstilrichtung her anordnen. So, jetzt haben wir, eigentlich sollten wir dazu eine gebrannte Mandel haben zu diesem Bier. Also anstatt Plätzchen gebrannte Mandeln. Ja, fällt gerade aus, gibt es nicht, wir haben Plätzchen. Aber was hervorragend dazu passen sollte, ein Lebkuchen. Elisenlebkuchen. Und jetzt schauen wir mal, ob das tatsächlich der Fall ist. Oh ja. Also, dieses Bier, anders. Das Plätzchen, das hat so eine Marzipannote. Also natürlich die Süße und dieses, das ist aber was recht Kräftiges, so ein Elisenlebkuchen. Das heißt, es verträgt sich sehr gut mit diesem auch doch kräftigeren Bier. Und diese Marzipankomponente wird mit diesem Bier, die wird ein bisschen unterstrichen. Also das heißt, die Aromen außenrum, die heben sich so ein bisschen auf und die Marzipan-Geschichte tritt so ein kleines bisschen in den Vordergrund. Also finde ich total super, total genial. Lob wieder an meine Frau, hervorragende Lebkuchen. Ich merke es auch langsam schon, ich muss wieder ein bisschen mehr Sport machen. Zum Ende dieses Bier-Adventskalenders wird es noch spannend. Müssen wir mal schauen. Und ja, also zu diesem Faktum Oktoberfest. Man könnte hier noch. Ich könnte stundenlang über das Oktoberfest erzählen. Also nicht nur meine privaten Internas, sondern da gibt es eine Irrsinnsgeschichte dazu. Aber ich würde sagen, das packen wir mal in einem separaten Stream an. Wir wollen diesen Adventskalender ja in kurzen, knappen, verdaubaren Häppchen halten. Und in diesem Sinn würde ich sagen, das war's schon für heute. Und ich freue mich wieder über euren Daumen hoch. Ich freue mich, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Ich freue mich, wenn ihr die Glocke drückt. Und alles, was dazugehört, es wäre mir ein inneres Blumenpflücken. Und so bleibt mir nichts mehr zu sagen als vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen. Cheers, der Tom. Ein Prosit.